So, zum zweiten Teil der ganzen Sache. Ich hatte ja gesagt, jetzt wird es mal spannend, diese ganze Formel hier, die wir hier entwickelt haben, also das Volumen dieses Kegelstumpfes, mal so allgemein herzuleiten, ohne Zahlen, also ohne alles, dass wir auch wirklich die echte Kegelformel wieder herausbekommen. Wir sagen, diese hier, also um diese geht's, die wollten wir dann wieder herausbekommen. Naja, ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und habe losgelegt. Also, wie gesagt, hier diesen Kram, das habe ich dann mal übertragen auf die nächste Seite. Hier. Und ich habe mir gesagt, wenn ich jedes Mal diesen Ausdruck R2 minus R1 durch K mitschleppen muss, dann ersetze ich das einfach mal durch A. Dann muss ich nicht so viel schreiben. Das ist eigentlich nur eine Schreibfaulheit. Und nicht nur Schreibfaulheit, das hat auch einen anderen Zweck. Wenn man substituiert, also austauscht gegen eine einfache Variable, dann kann man schneller schreiben und schleppt sich nicht so viele Schreibfehler mit. Und R1 hier hinten habe ich aus Spaß durch B ersetzt. Dann ergäbe sich das Volumen, also die Berechnung des Volumens in diesem Fall von 0 bis k bleibt das Integral und so weiter, wie es hier steht. Ax plus b in Klammern zum Quadrat. Wenn ich das ausmultipliziere und jedes Mal diesen ganzen Ausdruck mitschleppen müsste, wäre es wie gesagt zu spannend. So, dann habe ich das mal auf der einen Seite gemacht, das hat mir nicht gefallen. Und habe das nochmal ganz sauber hingeschrieben. Ich weise jetzt mal auf einige Sachen hin und ich mache mal eine Pause. Ich schlage vor, ihr, die ihr das übt, geht mal so vor, dass ihr guckt und sagt, okay, ich schreibe bis dahin, mach Pause, dreh mich weg und schreibt dann mal weiter. So, jetzt mache ich erstmal die Pause. Ach, hoffentlich klappt das. Man sieht das wahrscheinlich hier oben, habe ich jetzt plötzlich noch eine. Noch ein paar Symbole eingeblendet und mit Farbe, aber das nützt nichts, das können wir jetzt nicht ändern. Das ist auch nicht weiter schlimm fürs Gesamtverständnis. Also hier habe ich meine Formel mittels Substitution, also dieses R2 minus R1 durch K habe ich durch A ersetzt und so weiter. Habe ich hier oben hingeschrieben, habe dann feinsäuberlich weitergeschrieben, habe das alles quadriert, denn es integriert sich besser, wenn ich hier eine Summe draus mache. Ne? Das mittels binomischer Formel, dann heißt das Ding so, das ist alles nicht weiter schlimm. Hier oben habe ich nochmal dargestellt, das war unsere Ausgangsformel, wie ich substituiert habe. Ich habe ja auch einen Strich gemacht, weil diese Substitution, die habe ich dann in der nächsten Zeile auch wieder weggenommen. Denn ich habe ja schon geahnt, wenn ich später hier statt des Xs k einsetze, dann werde ich hier kürzen müssen. Das würde mir aber mit meinem a oder a Quadrat nicht gelingen. Hab dann hier weiter, also nochmal rücksubstituiert, einfach bloß hingeschrieben und habe mir dann gesagt, naja, mal sehen, wie das sich verhält. In der nächsten Zeile habe ich das also ausgeschrieben. Hier oben das Quadrat bleibt, hier, das sind Potenzgesetze, unten entsteht ein k-Quadrat und habe integriert, also das in den eckigen Klammern, man sieht es dann, x hoch 3 Drittel und so weiter und so fort. Hier x-Quadrat halbe, das ist mein x hier hinten. Ich habe dieses R1 nach vorne gezogen. Und ja, dann ist mir selber ein Schreibfehler passiert. 1 zum Quadrat muss ich natürlich nochmal x nehmen. Das hatte ich erst nicht hingeschrieben und hat mich dann nicht in der nächsten Zeile gewundert. Das war hier an der Stelle. Dann kommt übliche Kurzarbeit, also das K-Quadrat, was hier unten steht. Dieses K-Quadrat, ne, das habe ich hier mit hingeschleppt. Und hier habe ich dann K eingesetzt, denn wir wollten ja von 0 bis K die Sache entstehen lassen und wenn ich hier k hoch 3, weil ja x hoch 3 da steht, durch k ersetzen, k hoch 3 da steht, dann kann ich das mit dem k Quadrat kürzen. Das habe ich in grün gemacht, damit es besser auffällt. Die 2 habe ich gegen die 2 gekürzt. Man macht da am besten einmal so einen Strich wie eine Art Backslash und das k dann wieder gegen das k Quadrat gekürzt. Hier oben bleibt ein k stehen und hier hinten, wie gesagt, hatte ich ja vergessen, das hinzuschreiben. Ich habe wieder rücksubstituiert, R1 zum Quadrat habe ich als b bezeichnet. Und nicht zu vergessen, hinten muss ich natürlich noch die zweite Grenze einsetzen, und zwar 0. Das ist alles nicht schlimm, fällt hinten eh dann weg. Naja, was heißt eh dann weg? In diesem Fall fällt es dann automatisch weg. Das fällt nicht immer eh weg. So, weiter im Text. Das hier hinten abgezogen, das noch etwas, das gekürzte, diese Ausdrücke hier, alle mal ein bisschen zusammengefasst. Entsteht das, was hier steht, plus bk. Es geht weiter. Ich mache hier immer gerne statt ist gleich, ist gleich, ist gleich, lieber ein Pfeil, dann bleiben es Gleichungen.
Das ist alles Umschreibearbeit. Und jetzt kommt ein Schritt, damit ich K-Drittel ausklammern kann. Denn das ist ja letzten Endes unser Ziel. Wir wollten ja dann Folgendes haben. Ein Drittel Pi mal K oder Pi mal K-Drittel soll ja dann entstehen. Dann musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Und zwar habe ich hier an der Stelle das K zu 3K-Drittel erweitert. Hier 3 mal K-Drittel. Und ich habe das gleiche auch hier plus BK plus 3/3 BK gemacht. Einfach erweitern. Hier steht ja eigentlich eine stille 1 davor an der Stelle und hier. Und aus der 1 habe ich 3/3 gemacht, damit ich nämlich dann K-Drittel mir schnappen kann und hier nach vorne vor die Klammer ziehen kann. Das heißt, das K-Drittel ausklammern. Dann bleibt in der Klammer stehen A² plus 3AR1 plus 3b. Rücksubstituiert bedeutet das also, draußen steht mein Pi sowieso und mein K-Drittel jetzt auch. Und ich kann jetzt hier weitermachen. Ne? Diese 3, die entsteht hier. Das a habe ich wieder zu r2 minus r1 gemacht. Hier musste ich es dann quadrieren. A Quadrat, man wird dann so aussehen. Und das steht alles schön so da, also nochmal sauber hingeschrieben. Und man sieht dann, wenn ich das hier ausmultipliziere und den ersten, also wenn ich den ersten Ausdruck mittels binomischer Formel, zweite binomische Formel, ausführlich hinschreibe und das hier ausmultipliziere, dann kann ich hier 2, also minus 2 R2 R1 gegen 3 R1 R2, ist ja dasselbe R2 R1, R1 R2 ist egal. Hier habe ich 3 positive, hier habe ich 2 negative. Kann ich das so gegeneinander aufwiegen, dass ich sage, der Teil, die minus 2, die streiche ich komplett weg und hier streiche ich eine 3 weg, dann bleibt einmal R1 R2 übrig. Hier hinten geht es dann eh weiter durch das Ausmultiplizieren. Hier, dieses Terms ist hier entstanden minus 3 R1 R2 plus 3 R1 zum Quadrat plus 3 R1 zum Quadrat. Die heben sich zum Glück auch auf. Das heißt, wenn ich diese Formel dann mal zusammenfasse, komplett zusammenfasse und das durchgestrichene weglasse, habe ich hier meine Formel und die entspricht nämlich, deswegen habe ich auch einen schönen roten Haken dran gemacht, die entspricht nämlich dieser aus dem Tafelwerk. R1 zum Quadrat plus R2 zum Quadrat. Hier steht es noch umgekehrt, aber das ist ja egal, wir können Summanden vertauschen. Es ist mir vollkommen bewusst, dass das eine Riesenschreibarbeit ist. Einerseits, wie gesagt, habe ich substituiert, damit ich nicht so viel mitschreiben muss und nicht so viele Schreibfehler mir reinhole. Und andererseits habe ich dann letzten Endes durch viel Fleiß und viel sauberes Hinschreiben und Kürzen und durch solche Tricks wie mit 3 erweitern, damit ich K-Drittel rausbringen kann aus der Klammer, habe ich das dann letzten Endes auch hinbekommen. Bekommt jeder hin, wenn man ganz, 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 ganz scharf aufpasst bei der Schreiberei und ein paar Kleinigkeiten an Kreativitäten einfließen lässt, wie dieses 3K-Drittel oder hier 3/3 KB oder 3/3 BK, wie es hier steht, ist komplett egal. Dann kriegt man das hin und dann wieder sauber ausmultiplizieren, gucken, was man zusammenfassen kann und plötzlich stimmt die Formel. Schöne Schreibarbeit ist letzten Endes von jedem Schüler, na, eigentlich schon 8. Klasse, 9. Klasse, jedenfalls unsere können das, durchaus machbar. Durchaus machbar, ich meine jetzt nicht das Integrieren, das ist nicht. Aber ab dieser Stelle hier kann das eigentlich schon fast jeder. Sollte es können. Das ist Übung. Schreibübung. Hier kann man sich richtig schön austoben und kann dabei letzten Endes was lernen. So, ich schließe das Video an der Stelle ab. Und ich hoffe, dass ihr immer wieder Pausen macht, diese Schritte nachvollzieht und nach diesem Nachvollziehen immer wieder guckt und dann vergleicht, habe ich das auch so geschrieben, ach nee, verflucht Juche, ich habe ja wieder mal die 3 vergessen oder weiß der Kuckuck was, wie das so immer ist. Das ist Übung. Man sollte es immer wieder tun. Also, dann viel Glück und viel Spaß, alles Gute beim Üben.